Realme 8 versus Realme Nazo 20 Pro. Welches Smartphone ist besser? Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Merkmale der Geräte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Design. Beim Punkt Design ist das Realme 8 mit 64:37 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Spritzwasserfestigkeit, 14 Gramm leichter, 1,4 mm dünner, 1,5 mm schmaler und 1,7 mm kürzer. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Realme 8 eindeutig mit 63:51 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 1,5% höhere Pixeldichte, OLED bzw. AMOLED Bildschirm, 520 Nits heller und Bildschirm ist immer an. Das Realme Nazo 20 Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 1,6% größere Bildschirmgröße und besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Im Bereich Leistung ist das Realme 8 mit 86:85 Punkten haarscharf vorne. Das Realme Nazo 20 Pro kann auch punkten mit folgenden Vorteil. 2,6% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Realme 8 mit 63:60 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 27% mehr Megapixel der Hauptkamera. Es bietet eine manuelle Einstellung des ISO-Werts. Es bietet eine manuelle Einstellung des Weißabgleichs. Und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Das Realme Nazo 20 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile. Hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI. Hat einen CMOS-Sensor. Und 16% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio ist das Realme 8 mit 62:56 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser. Ein Mikrofon mehr. Akku. In der Kategorie Akku ist das Realme Nazo 20 Pro mit 64:60 Punkten knapp vorne. Das Realme 8 hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil. 11,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Realme 8 mit 82:73 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 14,2-fach schnellere Downloads, unterstützt NFC, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 26-fach schnellere Uploads, hat einen Infrarotsensor, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und unterstützt Galileo. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Realme 8 das Realme Nazo 20 Pro mit 66:60 Punkten deutlich. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Produkte unter dem Video verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.